Hinter diesen Augen verbirgt sich nichts als Finsternis. Das sind die Augen eines Psychopathen. Hallo Filmfans und Filmfreunde. Freut mich, dass da diesmal wieder eingeschaltet hat. Bei mir hat sich jetzt in kürzester Zeit so viel angesammelt an Filme, die ich nicht mehr brauche oder doppelt habe. Ich war einmal auf dem Speicher, aber da habe ich noch einige Kisten mit Filmen gehabt, an die wo ich gar nicht mehr gedacht habe. Die habe ich jetzt die Tage mal runtergeholt und mal aussortiert und habe da einmal alles weg, was ich nicht mehr brauche oder doppelt habe. Und die würde ich gern an euch weiterverkaufen. Wie immer, die, wo bei mir schon gekauft haben, wissen, die Preise sind fair, die Qualität ist gut. Ich schreibe auch unten wieder in die Infobox meine E-Mail-Adresse und wenn ihr da was haben wollt, schreibt ihr mir gerade an, dann wäre man schon einig. Bloß mir geht ans Trollige, wenn ihr Interesse an Filmen hättet, meldet euch bitte so schnell wie möglich, weil manche melden sich dann nach 3-4 Wochen erst und wundern sich dann, dass dann das meiste fort ist. Aber ich will jetzt ja gar nicht lange noch rumschwätzen, weil das ist schon einiges diesmal. Deswegen heißt das Ganze XXL. Fangen wir mal gleich an. Hätten wir hier als erstes der Collection, der Collector 2, hier auf DVD in der Uncut-Fassung. Ich werde zu den Filmen nicht großartig irgendwas sagen, schon kein Update-Video. Ich denke, ihr kennt die Filme ja oder hättet vorher schon gehört oder einen Trailer angeguckt. Dann der nächste ist hier der No One Lives, ist hier auch die Uncut-Fassung. Steht ja hier groß und breit ankert. Dann hätten wir hier als nächstes hier der Collector, der erste Teil hier im Metal Pack, hier auch die ungeschnittene Fassung. Dann hätten wir als nächstes hier The Curse of Dr. Wolfenstein, das hier auch die ungeschnittene Fassung. Das war die Fehlpressung, wo 18 draufsteht, aber eigentlich SpielJK geprüft ist oder so. Auf jeden Fall U-geschnitten. Dann hätten wir als nächstes in der großen Hardbox hier der Death Ship. Dann hätten wir als nächstes hier. Hier der Avatar in der Extended Collectors Edition. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier im Video gut rüberkommt, aber da tut die ganze Hülle, tut hier das Cover tut so funkle. Hier die 3-Disc Collection. Dann hätte mir hier das gebe beide gleichzeitig in Kamera. Einmal hier das Vermächtnis der Tempelritter, einmal hier das Vermächtnis des geheimen Buches. Beides Filme mit Nicolas Cage, meiner Meinung nach noch gute Filme mit ihm. Es war ja mal eine Zeit lang nicht so, aber jetzt seit Mandy und die Farbe aus dem All kam mal entweder was Gescheites mit ihm raus. Aber die zwei sind echt gut, nette Unterhaltung für die ganze Familie, so ein bisschen Indiana Jones, bloß familietauglich. Die kann man einzeln oder beide kaufen, also man muss nicht unbedingt beide. Dann hier auch noch von der geilsten Filme überhaupt hier, der Schlappschuss. Finde ich richtig genial. Weiter geht's. Dann hätten wir hier als nächstes der Beach Boom hier auf Blu-ray. Total durchgeknallte Kiefer-Komödie mit ein paar derbe Sprüche und viel nackter Haut. Dann das geht zusammen, das hebe ich einmal so dann, Kamera nacheinander. Erstmal hier Empire Season 1, hier Blu-ray. Dann hier Empire Season 2, hier dann auf DVD. Und dann hier auch noch Empire Season 3 hier auf DVD. Da ist jetzt leider kein Pappschuber mit rum, da war aber gar keiner, wo ich ihn gekauft habe. Kann man hier dann kurz reingucken, das sieht bei den anderen nicht anders aus. Alles nur euer einziges Mal geguckt, die Discs und so hängen gar nichts. Pappschuber sehen auch noch richtig, richtig gut aus. Dann hätten wir hier auf DVD der Shazam. Obwohl ich Superheldenfilme mag, muss ich jetzt ehrlich sagen, war der jetzt gar nicht so meins.
Die Kerle zusammen, da könnt ihr noch mehr, machen wir auch so nacheinander. Hier einmal der Blade 1 auf DVD, das ist hier die ungeschnittene Fassung. Ist auch hier noch die erste Flak, wenn es überhaupt eine zweite Flak davon gibt. Hier noch schön mit Inlay und allem drum und dran. Dann logischerweise der zweite Teil hier auf DVD. Ist hier auch die erste Flak noch. Hier auch schön mit Inlay und allem drum und dran. Und hier der dritte auf Blu-ray, hier in der Extended Version. Dann hätten wir als nächstes hier der Tinderheads. Dann als nächstes hier der Cave. Hier auch wieder schön mit Inlay in allem drum und dran, mit dem Booklet und so weiter. Dann hätten wir hier die Dreierbox von Tom Hanks mit meiner Meinung nach seine drei besten Filme, Castaway, Terminal und Catch Me If You Can. Das Schöne an der Box ist, dass alle drei Filme separat drin sind, nicht auf einer Disc und auch nicht nur Spindel. Jeder Film hat seine eigene Disc und jede Disc hat seinen eigenen Platz. So, dann als nächstes hier der Independence Day mit 20 Jahre Jubiläums Edition, hier erstmalig im Extended Cut. Dann hier der Untergang, hier auf DVD. Hier auch noch die alte Flag. Hier auch schön mit einem kleinen Inlay. Hier noch einmal die Charakter und was zu spielen und alles drum und dran. Ja, schöne Sache. Hier noch Kapitelwahl. Dann hätten wir als nächstes hier der Battleship in der 2-Disc Special Edition. Hier ist der Film und hier ist Bonus-Disc. Das Ganze hat ein Wendecover, ist auch schön. Dann hätten wir hier als nächstes Attack on Titan 2 hier auf Blu-ray. Der war noch gar nicht im Player drin. Ne, wie damals von einem Kumpel ausgeliehen hat und gesehen hat. Ich habe noch das Poster drin und die Disc und alles drum und dran. Poster war auch noch nicht offen. Dann hätten wir hier die Mean Guns. So, was hier ein bisschen blöd ist, dass die Discs hier übereinander sind. Weiß auch nicht, was es soll. Normalerweise stehen wir auf der anderen Seite. War auch noch nicht im Player bis jetzt. Hier ist noch ein Booklet mit ein bisschen Info zum Film und dann Bilder noch und hier noch Werbung für anderes Zeug, was in der Edition rauskomme ist. Hier auch noch ein bisschen Werbung und Zeigen, Gedöns. Das Ganze hat ein Wendecover, das ist auch immer schön praktisch. Dann hätten wir hier als nächstes der Green Hornet, hier mit dem Christoph Waltz und dem Seth Rogen. Schade, DC-Verfilmung, war jetzt auch nicht ganz so meins. Sind aber noch lange nicht fertig, dann kommt hier noch der Blinde Wut, hier in der ungeschnittenen Fassung mit dem Rutger Hauer. Ich habe ja vor kurzem ein Mediabook meinem Kumpel abgekauft. Dann hätten wir hier auf Blu-ray Warcraft The Beginning. Mir ist aufgefallen, nachdem ich meinen Kohl habe, dass ich ihn schon auf Blu-ray habe. Ja, das kann passieren, wenn man mittlerweile so wie ich 3000 Filme hat. Plus minus. Kauft man sich als ab und zu mal was doppelt. Dann hätten wir hier einen Kultklassiker, der ist sogar noch in der Hülle drin. Sindbad, siebte Reise von Ray Harryhausen. Ah, mittlerweile ganz, ganz seltenes Stück. Ah, die alte Flagge. Und dann hätten wir auch noch hier Sinbads gefährliches Abenteuer. Auch hier schöner Schutzfolie drin. Ist auch mittlerweile selten der Auflage. Dann als nächstes hätten wir hier die Tamara, hier in der Uncut Edition. Ja,
nettes kleines Horrorfilmchen für zwischendurch. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber auch nicht schlecht. Kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Und dann hätte man noch als letztes hier noch der Paperboy. Unter anderem Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Zac Efron, John Cusack. Auch richtig gut. Am Anfang so ein bisschen 60er-Movie. So ein bisschen, ja, nicht Road-Movie, aber so ein bisschen so Drama. Zum Schluss geht es dann in ein bisschen eine andere Richtung. Geht es dann eher so in die Killer-Richtung. Aber Film ist auch richtig gut, hat mich auch sehr positiv überrascht. Aber das ist auch so ein Film, einmal sehe und dann langt es. Dann hätten wir als nächstes hier noch der Killer-Parasit. Hier in der Limited Edition ungeschnittene Fassung in der großen Hardbox. Ist limitiert auf 1000 Stück, das steht Nummer hier 332. Und dann hätten wir zum Schluss noch hier die Armee der Finsternis von der Red Edition. Ist hier auch noch das Booklet drin mit der ganzen Werbung von den Filmen, was es noch alles so gibt. Ja. Ja, bevor wir zu früh fertig im Video, gucke ich lieber noch einmal. Nee, das war's. Ja, das ist jetzt einiges, wie das seht. Das Video geht jetzt auch schon über 11 Minuten. Ich habe versucht, es laufen zu lassen. Also wie gesagt, wenn Interesse besteht, seid so gut, meldet euch gleich. Wir wären uns auf jeden Fall einig mit dem Preis. Und sobald das Geld da ist, gehen die Filme sofort raus. Also das ist auf jeden Fall immer ein Versprechen. Sobald das Geld da ist, gehen die Filme sofort auf die Reise. Dann sage ich einmal danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei einem von meinen nächsten Videos. Euer Stone Cold. And that's the bottom line. 'Cause Stone Cold said so.